Ja, guten Morgen und ich steige aber schon mal ein. Das heutige Thema der Veranstaltung begrüße Sie dazu. Ich setze fort die Ausführungen, die ich das letzte Mal begonnen habe, die sich ja in dem Bereich dieser drei von mir als didaktische Grundform bezeichneten Varianten darauf konzentriert und als erste eben die Instruktion. Und ich hatte dazu angemerkt, dass die Instruktion der allgemeinen Erkenntnis nach sowohl die in der Tradition wahrscheinlich seit der längsten Zeit schon für die Bildung in Gebrauch genommene didaktische Grundform ist und auch bis heute dominant eigentlich im schulischen und auch im betrieblichen Bereich der Bildung, in gewisser Weise auch in der Hochschule, wobei wir hier eine Reihe von Varianten haben. Ich hatte dazu gesagt, dass was in der schulischen Unterrichtsform häufig dann mit dem Begriff Frontalunterricht verbunden ist, also die Situation, dass eine vortragende Person die relevanten Inhalte auswählt, zu diesem Inhalt selber auch kundig ist und Ziel eigentlich ist, dass die Lernenden, die Schüler das sich aneignen, übernehmen, eigentlich was vorgetragen wird. Ich hatte dazu den Lehralgorithmus nach Josef Klauer vorgestellt und ich hatte, meine ich, auch schon genannt, dass das betriebliche Pendant, die in Deutschland vor allem die Vier-Stufen-Methode ist, also die mit Vormachen, Nachmachen, Einüben und dann auch selbstständig in Gebrauch nehmen, sich darauf bezieht. Ich hatte ein paar Namen genannt, also Josef Klauer hatte ich genannt, Bernd Ott hatte ich genannt als einen Didaktiker, der jetzt in Dortmund tätig ist und der früher aber hier diese Vorlesung auch durchgeführt hat. Ich setze das jetzt heute fort und werde einen Teil der heutigen Veranstaltung noch mit der Instruktion verbringen, kann da aber auch nach einer gewissen Auswahl nur punktuelle Einblicke vornehmen und ich werde da jeweils auch einen Verweis auf eine Literatur mit verbinden. Das heißt, ich werde eine Reihe von weiteren Namen nennen und das ist auch mein Hinweis, dass diejenigen von Ihnen, die sich tiefer einarbeiten wollen in dieses Themengebiet, dann eben auch diesen Literaturhinweisen folgen können. Das sind jeweils umfangreichere Bände, die dahinter stehen, die im Grunde auch recht gut zugänglich dann vertiefende Einblicke in diese Thematik des Lehrens und Lernens ermöglichen. Also nehmen Sie das, was ich hier als Beispiele einbringe, als Hinweise, wo nach meiner Einschätzung sich dann eine Vertiefung lohnt und dass ich hier jeweils vielleicht ein bisschen willkürlich auch einzelne Ausschnitte herausnehme, um einfach Schlaglichter in die Art und Weise zu werfen, die das instruktive Konzept der Didaktik betreffen. Mein Wunsch wäre, dass Sie auch zudem immer noch wieder Verbindungslinien ziehen zu diesen vier Hinführungen, die ich ja hier als Einstieg in die Veranstaltung anbiete, nämlich einerseits die Art und Weise, wie Menschen überhaupt lernen und darauf ausgerichtet im Lehren organisiert wird, dann der geschichtliche Zugang, der vor allen Dingen die kulturelle Prägung und den kulturellen Charakter aller Bildung verursacht und begründet in der Ableitung auch für die Didaktik. Dann hatte ich den Zugang über die Arbeits- und letztendlich auch die Lebenswelt, wie wir sie heute vorfinden, wie sie uns heute umgibt. Ich hatte dazu immer den Hinweis gegeben, dass sich das alles letztendlich notgedrungen auf Deutschland bezieht oder Mitteleuropa, weil die Beziehung auf andere Kulturen einfach einen ganz stark erweiterten Ansatz der Vorlesung selber erfordern würde und auch in vielfacher Hinsicht meine Kompetenz dann überschreiten würde. Insofern beschränke ich das, was ich hier auch sage, auf die Arbeits- und Lebenswelt, wie wir sie in Deutschland derzeit vorfinden und die natürlich in gewisser Weise begründend ist für die Art und Weise, wie wir an der Schule und in den Betrieben und auch in den Hochschulen lehren und lernen und Bildung gestalten. Und die vierte Hinführung war ja über die theoretischen Ansätze innerhalb der Erziehungswissenschaften, der Bildungswissenschaften. Und da hatte ich einige auch wieder Beispiele genannt oder einige Aspekte, Klafki, Heimann-Schulz, Hamburger Modell, Berliner Modell und war dann bis zu dem Ansatz, der von Nikolaus 2006 veröffentlicht worden ist, gelangt. Ja, das sind sozusagen Grundlagen jetzt auch dessen, was ich hier in der Folge dann vortrage zu den didaktischen Grundformen. Und hier diese Begrifflichkeit der Lehrervortrag entstammt
der Veröffentlichung von Rolf Dubs, also einer derjenigen, die auch schon seit vielen Jahren grundlegende Werke veröffentlichen. Und das Buch Lehrerverhalten ist also wirklich auch eine breite Darstellung von Untersuchungen, Ansätzen, aber auch praktischen Hinweisen zur Lehrertätigkeit. Also gerade diejenigen unter Ihnen, die sich über die Rolle des Lehrers, die Aufgabenstellung von Lehrern und Lehrern an Schulen vertieft informieren wollen und doch auch auf einer allgemeinverständlichen, also eher für den Anwender, für den Praktiker gedachten Art und Weise, die aber dennoch auch sehr stark wissenschaftlich unterfüttert ist, dem empfehle ich unter anderem eben hier bei Rolf Dubs in diesem Band nachzuschauen. Er geht im Einzelnen auf eine ganze Reihe Aspekte ein, unter anderem eben dieses zentrale dominantes Element des Lehrervortrags, der für die Instruktion bedeutsam ist. Es ist eben eigentlich der Kernprozess, dass die lehrende Person in der Rolle sich versteht, den Unterricht auch inhaltlich auszufüllen, vorauszuwählen, schon auszurichten, auch auf die Art und Weise, wie in einem unterrichtlichen Rahmen gelehrt und gelernt wird, aber dennoch ist sozusagen sehr stark in diesem sendenden und von Lehrerseite auswählenden Zugang. Ja, und als Voraussetzung nennt hier Dubs die zeitliche Beschränkung und den Rahmen, den Unterricht ohnehin in der Schule hat. Das ist sozusagen etwas, was Sie vielleicht mit diesem Modell von Nikolaus nehmen können, als die Voraussetzung dessen, was jetzt in einer Schule stattfindet. Und das ist eben unter anderem eine organisationale und zeitliche Voraussetzung. Ganz platt gesagt, das ist zum Beispiel der 45-Minuten-Rhythmus, der in einem schulischen Unterricht organisiert ist. Und das Zwingende, was dieser Rhythmus enthält, das erkennen Sie ja auch hier an unseren Veranstaltungen, dass einfach dadurch, dass eine Folgeveranstaltung kommt, zu der die Teilnehmer dann wechseln, man in dem eigenen Planungsrahmen begrenzt ist, beschränkt ist und deswegen ja seine eigene Konzeption genau auf diesen zeitlichen Ablauf ausrichten muss. Das ist sicherlich nur ein Aspekt, der hier in dem Zusammenhang eingeführt wird. Zeitliche Beschränkung bezieht sich auch auf Erkenntnisse, was die Konzentrationsfähigkeit angeht. Da gibt es allgemeine Erkenntnisse, wie die Konzentration bei Menschen aufgebaut ist. Das ist übrigens etwas, was einerseits anthropologisch ist. Also man kann sagen, Menschen an sich haben bestimmte Fähigkeiten. Es gibt auch etwas anderes, was offenbar sehr stark zeitgebunden ist. Also es gibt heute Untersuchungen, die annehmen, dass die Art, sich zu konzentrieren, sich bei der Bevölkerung verändert, was wiederum auch zum Beispiel mit der Ingebrauchnahme von bestimmten digitalen Medien zu tun hat. Also man ist im Augenblick offenbar sehr viel stärker darauf aufgerichtet, immer nur sehr kurzzeitig sich auf etwas zu konzentrieren und dann zu dem nächsten Vorgang überzuschwenken. Für die Schule wird davon ausgegangen, dass man also relativ kurze Spannungsbögen schaffen muss, also die Zeit so planen muss, dass nicht länger als 15 oder 20 Minuten ein bestimmter Vorgang im Mittelpunkt steht, weil dann die Konzentration von Schülern sehr stark rückläufig ist, dass man also wechselt während dieser auch 45 Minuten oder manchmal 90 Minuten, die man zur Verfügung hat. Kleine Seitenbemerkung, an der Universität geht man davon aus, dass sich Studierende 90 Minuten konzentrieren können und einem Vortrag folgen können. Ob das immer so funktioniert, ist eine andere Frage, aber das ist sozusagen eine konzeptionelle Annahme. Es gibt dann den zweiten Ansatz, den werde ich nachher noch wieder etwas aufgreifen, nämlich den strukturierten Aufbau dessen, was hier dann von Lehrerseite vorgetragen wird. Und da können Sie durchaus an das Modell der didaktischen Analyse von Klafki ansetzen, der ja diese Strukturierung dessen, was als relevanter Inhalt ausgewählt worden ist, als einen wesentlichen Vorgang bestimmt. Dass also nicht nur der Sachverhalt selber, sondern auch die Möglichkeit für die Schüler, für die Lernenden an diesen Sachverhalt anzukoppeln, ein Aspekt ist, nach dem die Strukturierung erfolgen soll. Ja, dann der nächste Punkt, den Dubs hervorhebt, nennt er hier Vororganisation oder Vororganisator, dass man an Vorwissen anknüpft. Das ist ja etwas, was auch in dem Klauer-Modell des Lehralgorithmus benannt wird und Interesse geweckt werden muss, also Motivation als notwendige Voraussetzung für dann das funktionierende Lernen hier hergestellt werden soll, herbeigeführt werden soll, kontaktiert werden soll.
Ja, dann ein weiterer Punkt, die Definition von Lernzielen und der Hinweis auf Zusammenhänge, also das, was dann Gegenstand einer einzelnen Unterrichtseinheit ist, in ein Umfeld einzubetten, Zielstellungen auch offen zu legen, transparent zu machen. Hier gibt es eine Diskussion auch über die Jahrzehnte unterschiedlich heftig, was die Begriffe Lehrziele und Lernziele angeht. Es gab eine Zeit, wo es sehr stark differenziert wurde, dass man sagte, Lernziele sind eigentlich die Zielstellung, die Lernende innerhalb ihrer eigenen Annäherung, innerhalb ihres eigenen Handelns und Verhaltens mitbringen. Und das stimmt oft nicht überein mit den Lehrzielen, die ein Lehrer oder eine Lehrerin definiert. Und man hat dann zeitweilig das sehr stark differenziert. Ich neige auch zu dieser Abgrenzung, dass ich sage, Lehrziele sind etwas anderes als Lernziele und Lernziele würden sich erstmal auf die lernende Person beziehen. Also Sie zum Beispiel haben Lernziele, das ist vielleicht einfach die ECTS zu erwerben, irgendwie durch die Zeit zu kommen und irgendwas davon übrig zu behalten. Ich habe Lehrziele, die habe ich auch versucht Ihnen zu erklären und ich versuche auch Ihnen gerecht zu werden, aber die müssen nicht unbedingt übereinstimmen. Hier in der Verwendung gibt es dort keine so scharfe Trennung und ich denke, das, was hier Dubs als Lernziel bezeichnet, ist durchaus eine Kombination dessen, was von Seiten der Lehrenden als auch von Seiten der Lernenden als Zielstellung betrachtet werden soll. Man nimmt an, es gäbe eine Übereinkunft zwischen den Lehrenden und den anwesenden Lernenden, den Schülern, bezüglich dessen, was Gegenstand des Unterrichts ist. Und diese Übereinkunft soll hergestellt werden, indem in einem Unterricht zusammen, auch in einem Lehrvortrag, die Ziele benannt werden. Man sagt, das ist jetzt das Ziel dessen, was vorgetragen wird, was in diesem Unterricht Gegenstand ist. Und damit macht man transparent, worum es eigentlich geht, was vielleicht auch der Kern ist, auf den dann auch eine ganze Reihe von Seitenaspekten immer wieder sich ausrichten. Und es ist die Annahme, dass die Schüler dem in gewisser Weise zustimmen und sagen, okay, das, was vom vortragenden Lehrer als Ziel benannt ist, das akzeptieren wir auch für uns als Ziel des Unterrichts. Ja, und dann die Präsentation selber, also der Vortrag, wie er zu gestalten ist. Und jetzt nehmen wir eben einen Ablauf von 10 oder 15 Minuten. Übrigens, wenn Sie die ganze Geschichte bei YouTube bereitstellen, dann ist der Zeitrahmen eher 3 bis 5 Minuten. Also da muss man nochmal deutlich auch den Vorgang fragmentieren, in Einzelteile zerlegen. Die Präsentation selber hat einen Ablauf in sich, der wiederum auf Vorkenntnissen aufbaut, eine Strukturierung enthält, in sich Sequenzen von einem Einstieg, einem Hauptteil und einem zusammenfassenden Abschluss enthält. Und dann gibt es einige Aspekte, die zu beachten sind. Die sind hier mit den Begriffen Klarheit und Verständlichkeit bezeichnet. Zu diesen Begriffen Klarheit und Verständlichkeit gibt es umfangreiche eigene Untersuchungen und wissenschaftliche Ansätze, auf die möchte ich gleich ganz kurz eingehen und auch hinweisen auf eine weitere Literatur. Ja, und dann nimmt auch Dubs hier in dem Rahmen zum Thema Lehrervortrag die Notwendigkeit zusammenzufassen. Also etwas, was man innerhalb einer Unterrichtseinheit, zum Beispiel 90 Minuten, zum Beispiel 45 Minuten behandelt, geht in ganz verschiedene Seitenaspekte auch Variationen dessen, was Kern des Inhalts ist, und es ist notwendig, es nachher wieder auf Hauptbotschaften zusammenzufassen. Also das wäre auch ein Gütemerkmal eines Lehrervortrags, wie ihn Dubs thematisiert. Ja, und Dubs weist natürlich hin auf dann wesentliche Untersuchungen, die sich mit dem Lehren und Lernen in einem instruktionsartigen Unterricht beschäftigen. Und dafür gibt es eine Reihe von Überschriften, die ganze Forschungsprogramme und auch Traditionen prägen. Sehr umfangreich und auch sehr zugänglich. Das ist jetzt hier, gerade sehe ich, ist es veröffentlicht von Andreas Helmke in seiner auch schon mehrfach aufgelegten und sehr weit verbreiteten Veröffentlichung Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Ist nach meiner Einschätzung auch eine Darstellung, die sehr gut zugänglich ist, sehr facettenreich, die das gesamte Thema der Unterrichtsforschung und der Betrachtung, was macht eigentlich guten Unterricht aus, was sind wesentliche Aspekte eines guten Unterrichts,
ja in sehr unterschiedlicher Weise angeht. Und zwar zum Teil liegt er auch da, wie eigentlich die geschichtliche Entwicklung der Unterrichtsforschung sich ergeben hat und welche Phasen es gab, wo man auf ganz bestimmte Ansätze verwiesen hat. Unter anderem liegt Helmke auch in dem Band da, dass es lange eine lange Phase gab der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Unterricht, wo man nach der optimalen Lehrerpersönlichkeit gesucht hat. Also was ist der optimale Charakter, der guten Unterricht machen kann und was zeichnet diese Person aus? Ist es etwas, was sozusagen angeboren ist? Man ist der geborene Lehrer oder die geborene Lehrerin? Ist es was, was Talent ist? Oder ist es etwas, was man wie ein Handwerk, ein Instrumentarium eintrainieren kann und dann entsprechend ausübt? Das war also länger ein Gegenstand der Untersuchung und auch der Bemühungen um Unterrichtsgestaltung, ist aber in gewisser Weise zwischenzeitlich aufgegeben worden, weil man tatsächlich nicht hat finden können, was diese Lehrerpersönlichkeit ist, die optimal wäre für einen gelingenden Unterricht, für eine hohe Qualität. Und man hat dann diesen personenbezogenen Ansatz etwas in den Hintergrund gestellt. Er ist in den letzten Jahren wieder aufgekommen. Ich möchte mal ein Beispiel, einen Aspekt nennen, der auch zu der Abkehr geführt hat von diesen auf die Lehrerpersönlichkeit gerichteten Ansätzen. Man hat in Untersuchungen herausgefunden, dass die gleichen Lehrerpersönlichkeiten von Schülern ganz unterschiedlich eingeschätzt werden und zwar je nachdem, mit welcher Haltung sie in den Unterricht kommen. Es gibt eine aus meiner Sicht sehr anregende Untersuchung, die man in ihrer Art auch kritisieren kann, die ich aber in dem Ansatz eigentlich für sehr anregend halte. Dort wurden Mitglieder einer Berufsschulklasse oder von Berufsschulklassen auf ihre Präferenz und ihre Bewertung eigentlich der Güte von Unterricht und den entsprechenden Lehrenden hin befragt und ihre Sicht erkundet. Und es stellte sich heraus, dass die Beurteilung von Lehrern, die in auch wiederum zwei Kategorien eingeteilt wurden, je nach der Interessenslage der Auszubildenden sehr unterschiedlich war. Lehrer, die also stärker, sehr stark fachorientiert waren, die also vor allen Dingen in ihrem Vortrag sich darauf konzentriert haben, die fachlichen Inhalte strukturiert, konzentriert und immer auch sachbezogen zu behandeln, die wurden von Auszubildenden präferiert, die selber ein sehr starkes, unmittelbares Berufsinteresse hatten, die also den Beruf gezielt gewählt haben, weil sie in diesem Bereich unbedingt tätig werden wollen. Schüler, oder Auszubildende, die eher sozusagen noch relativ offen in die Ausbildung hineingegangen sind, mit der Grundhaltung, man will überhaupt in den Ausbildungsprozess hinein, man möchte in eine berufliche Tätigkeit hinein, man möchte auch in eine beruflich organisierte betriebliche Umgebung zum Beispiel hineinwachsen, ohne ein schon sehr explizites, berufsspezifisches Ziel zu haben. Die präferierten Lehrer, die wiederum auch in dem Unterricht das fachliche Thema in einen Rahmen von gemeinsamer Beschäftigung mit Fragen und gemeinsamer Beschäftigung mit Aufgaben hineingefügt haben, die also sozusagen eher in Anführungsstrichen sozial orientiert waren in der Art, ihren Unterricht zu organisieren. Die gleiche Gruppe von Lernenden hat also aus unterschiedlichen Motiven Lehrende in ihrer Güte ganz unterschiedlich bewertet und präferiert, sodass also nicht die Persönlichkeit an sich des Lehrens entscheidend ist, sondern auch die Motivationslage, der Lebenshintergrund der Schüler ist relevant dafür, wie Unterricht gesehen, wie Unterricht beurteilt wird, wie er erlebt wird, wie er vielleicht auch hilfreich ist für Lernende. Ja, das so einzelne Beispiele, die dann unter anderem eher auch bei Helmke behandelt werden. Und drei Aspekte, die er ausführlicher darstellt, ist das Konzept der Klarheit, hier von ihm als Sender bezogen ausgetan. Also das Merkmal der Güte von Unterricht, inwieweit die lehrende Person klar und deutlich die zu vermittelnden Inhalte thematisiert. Dazu die Teilbegriffe akustische Klarheit, sprachliche Klarheit, inhaltliche Klarheit und fachliche Klarheit. Also hier die gezielte Auswahl auch dessen, was eingebracht wird in den Unterricht, bezogen darauf hin, dass es klärende Wirkung auf die Lernenden hat. Ich füge hier manchmal
bei für die universitären Veranstaltungen, dass sie oftmals nicht zur Klarheit beitragen, sondern eher zum Erkennen der Komplexität von ganz bestimmten Sachverhalten, dass sie eben in sich nicht klar sind, sondern dass sie in sich hochgradig vielleicht auch widersprüchlich sind. Das ist die Annahme, die wir momentan über die Wirklichkeit haben, dass die Wirklichkeit eben keine einfache und von Widersprüchen freie Situation ist, sondern eigentlich die adäquate Beschäftigung mit Wirklichkeit und mit Aufgabenstellung in unserem Leben damit zu tun hat, dass man auch Spannung, dass man Widersprüche, dass man Komplexität, dass man Unübersichtlichkeit akzeptiert und eben auch mit ihr umgehen kann. Dieser Ansatz, der aber dann eher für die allgemeinbildende Schule und auch für diesen instruktiven Anteil gewählt wird, der präferiert eher das Auswählen hinsichtlich dessen, können wir eine klare Botschaft vermitteln? Kann man eindeutige Inhalte auswählen? Ganz interessant ist, wenn man dann wiederum reinguckt in den Helmke und seine Ausführungen, dass Aspekte wie die akustische oder sprachliche Klarheit nicht unbedingt bedeuten, dass man jetzt Hochdeutsch sprechen muss und dass es immer geschliffene Sätze sein müssen, sondern Untersuchungen zeigen, dass die Schüler offenbar hochgradig bereit sind, in der Lage sind, Eigenheiten von Lehrenden zu kompensieren. Das ist geradezu auch die Originalität eines Unterrichts mit fördert, wenn man zum Beispiel Dialekt durchaus auch in einem gewissen Rahmen, der regional dann auch verträglich ist, beibehält. Oder auch, dass Sprachauffälligkeiten, Sprachfehler, Sprachmerkwürdigkeiten, die man in der schriftlichen Übertragung des Gesprochenen dann sozusagen bereinigen würde, dass die die Art des Vortrags durchaus beleben. Es gibt da auch so Mode-Elemente. Also bei mir ist sicherlich das was ich immer mal dazwischen streue. Unter den Studierenden ist das genau, das, also sagen wir, jedes fünfte Wort mindestens ist auch, hat sich so eingeführt. Das sind Elemente der Sprache, die eigentlich nicht die Klarheit enthalten, die aber offenbar in der Untersuchung, wie Unterricht stattfindet, auch nicht störend, auch nicht hindernd sind, sondern durchaus vermittelnd und verbindungsschaffend. Also der Aspekt der Klarheit wird in der Darstellung von Helmke auch durchaus abgewogen mit unterschiedlichen Erkenntnissen. Ein zweiter Begriff, den er ausführlicher darstellt, ist das Konzept der Verständlichkeit, das wiederum empfängerbezogen, also bei den Lernenden angesiedelt ist. Und auch hier ist eigentlich die Aufnahme, die Verarbeitung dessen, was gesprochen wird und wie es gesprochen wird, als einen wesentlichen Aspekt. Wir hatten letztes Mal das Thema Lernen durch Lehren. Das ist ja auch eine Frage des sprachlichen Ingebrauchnehmens von bestimmten Inhalten und dass dieser Vorgang beim Lernen, also sprachliche Übertragung dessen, was aufgenommen worden ist, vorzunehmen, dass das ein wesentliches Element auch hier des instruktiven Unterrichts ist und sich auf die Verständlichkeit bezieht. Also das Verbinden der eigenen Vorstellung, des eigenen Verständnisses über die Sprache mit dem, was Unterrichtsinhalt ist. Ja, und dann ein dritter Begriff, der auch wiederum für sich steht, aber mit den anderen beiden verbunden ist, die Strukturiertheit. Ich hatte schon hingewiesen, man kann das durchaus verbinden mit dem Konzept von Klafki, was ich hier eingebracht habe. Und hier fügt Helmke dazu den gedächtnispsychologischen Aspekt und den didaktischen Aspekt, inwieweit der Unterricht als solcher strukturiert ist und eben einer Planung, einer Unterrichtsplanung unterliegt. Die Anforderung ist, dass ein Unterricht nicht einfach in einer vorgefertigten Abfolge exekutiert wird, sondern dass man eine Planung als Lehrender über die Art und Weise, wie diese Zeit des Unterrichts verlaufen kann, vornimmt und während des Verlaufs versucht immer wieder sicherstellen, ob das, was man geplant hat, auch tatsächlich stattfindet, wo es sich verändert, wo man intervenieren muss, wo man möglicherweise auch modifizieren muss, weil der tatsächliche Unterricht etwas unterschiedlich ist zu dem geplanten Unterricht und dass man auch im Abschluss des Unterrichts reflektiert, das, was ich geplant hatte, inwieweit hat es als solche stattgefunden, wo hat es Änderungen gegeben, welche Konsequenzen ziehe ich dafür für die nachfolgende nächste Stunde oder vielleicht auch prinzipiell für meine Art und Weise mit der Unterrichtszeit umzugehen. Ja, das sind einfach Stichworte, die dann hier bei Helmke, und das würden Sie bei Dubs eigentlich auch finden, sich mit dem
mit der Qualität von Unterricht verbinden und mit dem instruktiven Unterricht. Und ein Aspekt ist eben dieses Strukturieren. Und da finden Sie bei Martin Wellenreuther in seinem Band Lehren und Lernen, aber wie, es wäre jetzt ein drittes Buch, was ich auch empfehlen würde, was auch eine breite Darstellung ist, die aber stärker auch sag mal, ausgeprägt auf wissenschaftliche Untersuchungen zurückgreift. Also Wellenreuther baut stärker auf eine Reihe von Untersuchungen, die er dort anführt, die er erläuternd einbringt auf. Thematisch ist es aber durchaus vergleichbar. Es sind die gleichen Themen, die auch in diesem Band aufgenommen werden, nur wiederum in einer etwas anderen Weise. Wobei übrigens die Autoren, das gilt eigentlich für alle Autoren, auch jeweils eine gewisse wissenschaftliche Position vertreten oder in gewisser Weise eine wissenschaftliche Position vertreten, also in gewisser Weise auch einem Lager zu gehören. Und Wellenreuther, Helmke und Dubs würden sicherlich etwas unterschiedlichen Lagern zuzuordnen sein. Das ist aber zuerst zu erkennen, wenn man einerseits eines von ihren Büchern intensiver liest und auch sie in ihrem Werdegang und in ihrem Umfeld etwas interpretieren kann. Wellenreuther ist sicherlich jemand, der sehr stark eben sich bezieht auf Untersuchungen auf empirischen Nachweis von ganz bestimmten Überlegungen, von ganz bestimmten Konzepten. Und einer dieser Ansätze ist eben das Scaffolding, also die Strukturierung und die Unterstützung von Lernenden durch Lehrende und durch Tutoren. Das geht jetzt über den Vortrag hinaus. Also der Instruktionsansatz ist nicht ausschließlich die frontale Vermittlung, sondern es ist durchaus eine ganze Folge und ein ganzer Zusammenhang von sendenden, empfangenden, unterstützenden, hilfegebenden Anteilen. Und das als Scaffolding bezeichnete Konzept bildet auch dieses wieder ab, setzt den Ansatz aber vollkommen anders. Und da kommen Sie jetzt, wenn Sie den Klauer, den Lehralgorithmus betrachten, an einem anderen Punkt an, nämlich vor allen Dingen der Unterstützung der Lernenden bei der Aufnahme des vorgetragenen, des ausgewählten Inhalts. Er weist hier mit dem Hinweis auf Ansätze nach Stone auf die Notwendigkeit, ein Spektrum von Hilfeleistungen im Vorfeld auszuwählen und bereitzuhalten, um dann in der Situation des Unterrichts diese Hilfeleistungen situationsgerecht und auch differenzierend einzusetzen. Und in einer Folge, die immer wieder diagnostiziert, wo sind die Lernenden jetzt gerade? Welche nächste Hilfeleistung ist eigentlich die, die einen entscheidenden Impuls geben kann? Und wie kann es auch sein, dass wenn ich mit einer Gruppe von Lernenden, die sehr unterschiedlich in der Art des Aufnehmens sind, umgehe, dass ich jetzt nicht alle immer mit der gleichen Unterstützung konfrontiere oder beauftrage, sondern dass ich eingehe auf die unterschiedliche Art, eine vorgetragene Thematik aufzunehmen. Diese Hilfe soll eben genau abgestimmt werden auf Stärken und Schwächen der Lernenden. Und das ist eine wesentliche Herausforderung, wenn das die Anforderung an die lehrende Person ist, immer wieder während des eigenen Vortrags auch Hinweise zu erkennen, wer nimmt das Vorgetragene wie auf. Dafür muss man ja die Lernenden auch selber in Aktion bringen, damit sie in irgendeiner Weise signalisieren können, auf welchem Stand des Verständnisses sie sind. Ja, und dann kommt vielleicht der entscheidende Punkt, nämlich die sukzessive Ausblendung von Hilfe entsprechend dessen, wie die Lernenden in einem Thema Fortschritte machen. Der entscheidende Teil ist eben, dass man in ein Thema einführt, dann aber auch den Vorgang der Aufnahme als Lehrender beobachtet, Unterstützung, Hilfe gibt und sich aber systematisch zurückzieht aus dieser Unterstützung. Und gerade dieses systematisch und gezielt sich zurückstützen, das ist nach dem Ansatz des Scaffolding der entscheidende Vorgang und damit wiederum interpretiert nach Wellenreuther die didaktische Modellierung wäre hier ein entscheidender Vorgang und dann eben die gezielte Verminderung von Hilfe. Dass ich als Lehrer überlegen muss, wenn die Situation wie geplant abläuft, auf welche Weise sollen sich die Lernenden verselbstständigen, sollen eigenständig werden, kann ich Hilfeleistungen reduzieren, um eine entsprechende positive Wirkung des Unterrichtes zu erreichen. Ja, und ein Beispiel, wie dann in dem Band von Wellenreuther damit umgegangen wird, er berichtet hier dann in
immer noch einer sehr zusammengefassten Weise. Man könnte da ja auch auf die ausführlichere Berichterstattung zu der Untersuchung dann zurückgreifen, zu einem Ansatz der reziproken Partnerarbeit. Und das wäre hier als Beispiel ein Ansatz, wo mit Schülern in einer Art Testsetting gearbeitet wird. Man definiert also Versuchsgruppen, die eine unterschiedliche Art von Intervention durchlaufen, von Vorbereitung auf eine Situation. Und hier ist es so, dass sozusagen jeweils eine Anreicherung stattfindet. Die Gruppe 1, die also nach eben einem Zufallsprinzip gebildet wird, erfährt ein Grundtraining im Erklären, das heißt auch wiederum in der sprachlichen Aufnahmeverarbeitung von etwas Vermittelten. Dazu gehört die Technik des aufmerksamen Zuhörens. Aufmerksam zuhören könnte zum Beispiel sein, dass man nicht nur zuhört, sondern auch sich Notizen macht. Das wäre eine allgemein angenommene positive Unterstützung der Konzentration beim Zuhören. Dann Techniken des Rückmeldens, also nochmal auch in eigenen Worten wiedergeben, wiederholen, was man gerade aufgenommen hat, was man gehört hat. Und Aufmerksamkeitstrainings, also wie kann man die Aufmerksamkeit aufrechterhalten, auch im Rahmen einer Situation, wo man sozusagen passiv aufnimmt, wo man konsumiert. Das wäre die Gruppe 1. Die Gruppe 2 erhält zu diesem Grundtraining im Erklären ein Zusatztraining im Fragestellen. Also zunächst mal möchte man ja annehmen, wir wissen alle, wie man fragt. Es zeigt sich aber, dass das nicht der Fall ist. Vielleicht ein bisschen provozierendes Beispiel, wenn ich hier in den Raum bemerke oder wiederum anfrage, gibt es noch Fragen von Ihrer Seite, dann gibt es relativ wenig Fragen. Also auch dieses Fragenstellen gehört eigentlich zu etwa zu einem Vorgang, den man entwickeln muss. Und hier gibt es ein Training in den Rollen als Fragesteller und als Erklärer. Und eine dritte Gruppe kriegt eine weitere Ausbildung in der Sequenzierung, der Differenzierung von Fragestellungen. Nämlich es gibt Wiederholungsfragen, es gibt Denkfragen, es gibt Erkundungsfragen und es gibt Hinweisfragen in diesem Konzept. Und es wird dann bezogen auf einen entsprechenden Unterrichtszusammenhang untersucht, wie sich diese drei Versuchsgruppen unterschiedlich bewähren und entwickeln im Rahmen eines gleichartigen Unterrichts. Das wäre zum Beispiel ein solches Untersuchungssetting. Die Erwartung ist sicherlich, dass eben diese zusätzlichen Anregungen in der Art und Weise, mit einem Unterrichtsinhalt umzugehen, sich förderlich auswirken auf das Gelingen des Unterrichts. Da finden Sie bei Wellenreuther eine Fülle von Ergebnissen. Leider, muss ich so sagen, ist es nicht so, dass dadurch vollkommen eindeutige Ergebnisse herauskommen. Es gibt also nicht die eine notwendigerweise korrekte Art des Unterrichts, sondern es gibt eine Fülle von Aspekten, die hier wirksam sind, die auch zum Teil widersprüchlich sind. Und deswegen gibt es zwar sehr viele gute und positive und hilfreiche Erkenntnisse aus der Rezeption des Bandes von Wellenreuther, aber sicherlich keine Rezeptur, wie mache ich guten Unterricht? Und das ist eine, ich denke, es ist auch in gewisser Weise enttäuschend für alle, die mit dem Ziel, Lehrer zu werden, studieren, dass jetzt hier nicht die Rezepte vermittelt werden, wie man Unterricht macht, sondern dass eher eingeführt wird in die sehr unterschiedliche Weise, Unterricht zu sehen, Unterricht zu verstehen, Unterricht zu erklären und sich dann in diesem Gefüge des Unterrichts selber zu verorten und selber als Akademiker sicher als Person in einer wesentlichen Funktion zu bewegen und zu bewähren. Ja, und da gab es einen weiteren Ansatz, der auch bei Helmke erwähnt wird, der aber in gewisser Weise auch in anderer Literatur aktuell behandelt wird, wo eben nicht mehr nur die Lehrerpersönlichkeit, der Unterricht an sich thematisiert wird oder das, was Schüler dann mit dem Unterrichtsinhalt machen, sondern es gab die übergeordnete Begrifflichkeit des Classroom Management. Also wie kann ich als die Person, die Unterricht gestaltet, die Unterricht wahrscheinlich auch führt, vorbereitet als Lehrerin oder Lehrer, wie kann ich die gesamte Situation in der Klasse, im Klassenraum managen, führen, gestalten? Und das ist Gegenstand einer weiteren auch ganzen Landschaft von Untersuchungen. Ich greife jetzt hier nochmal auf einen Beitrag von Helmke hin, der auch in dem Band Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität
erwähnt wird und der hier ein Modell des Wirkungsgeflechtes von Klassenführung, Betonung vielleicht Klassenführung im Sinne der Instruktion darstellt. Ziel des Modells ist eigentlich, die aktive Lernzeit bei den Schülern zu unterstützen und zu fördern, zu erweitern. Und es wird hier zunächst als ein weiteres Element angenommen, dass die Qualität des Unterrichts selber die aktive Lernzeit beeinflusst, nämlich ein lernförderliches Klima, die Motivierung, wie sie genannt ist, die Aktivierung der Schüler, also über diese gesamte Zeit nicht nur das passive Aufnehmen, sondern auch immer wieder Zeiten der Aktivität, der eigenen Handlungen, die Vielfalt von Methoden, also auch der Wechsel von Methoden, nicht nur aus inhaltlicher Begründung, sondern um auch Aufmerksamkeit, Aktivität, unterschiedliche Arten des Handelns herbeizuführen, ja, und die Passung dessen, was Gegenstand des Unterrichts ist, mit den Methoden, mit dem inhaltlichen Ablauf. Ja, dann wird sozusagen ein weiterer Aspekt als relevant für die Klassenführung als als Bestandteil des Wirkungsgeflechtes angesehen, nämlich die Klassenführung selber. Und das sind sozusagen Rahmenbedingungen dann der konkreten Unterrichtsgestaltung. Benannt in diesem Modell sind Regeln, die Arten der Nutzung von Zeit und der Umgang mit Störungen. Das sind also umfassendere Aspekte. Regeln wir jetzt ein solches Element. Es wird davon ausgegangen, dass bestimmte Regeln für die Situation des Unterrichts akzeptiert sind, vielleicht auch vereinbart sind, in gewisser Weise eingehalten werden, die man nicht jedes Mal neu thematisieren muss, sondern dass ich nach einer bestimmten Zeit, in der Kinder oder Jugendliche oder auch junge Erwachsene im Unterricht sind, davon ausgehen kann, dass diese Regeln Basis des gemeinsamen Arbeitens sind. In der schulischen Praxis zeigt sich oft, dass das nicht der Fall ist. Es sind bestimmte Regeln, die eingehalten werden. Es gibt aber auch bestimmt wieder grundlegende Regeln, die Voraussetzung für gelingenden Unterricht sind, die nicht beibehalten werden. Das hat etwas mit der Entwicklungsphase von Jugendlichen zu tun, wo eben auch existierende Regeln, sag mal, einfach aufgrund der Entwicklung in Frage gestellt werden. Es ist eine Entwicklungsphase, die notwendigerweise durchlaufen wird bei den meisten Jugendlichen. Es hat aber auch damit zu tun, dass der Unterricht selber den Menschen diszipliniert in einer Weise, die eine Veränderung auch der persönlichen Art und Weise, seine Zeit zu verbringen, mit sich bringt. Und das ist nicht etwas, was sozusagen unsere naturgegebenen Impulse und Bedürfnisse erfüllt. Also wenn Sie die Bedürfnispyramide nach Maslow nehmen, dann ist der Unterricht sicherlich nicht der Höhepunkt der Erfüllung dieser Bedürfnisse, sondern eher etwas, was immer wieder Beschränkung bedeutet. Und diese Beschränkung muss man auch immer wieder akzeptieren. Man tut das normalerweise, auch wenn es nicht in jedem Unterricht erneut zum Thema gemacht wird. Ja, und dann kommt der Punkt der Lehrerpersönlichkeit, der hier eingebracht wird in das Modell, nämlich das Professionswissen. Und das Professionswissen ist nur zu einem Teil das wissenschaftliche Fachgebiet, das man in die Schule mit einbringt. Also wenn Sie jetzt als Beispiel Mathematik und Biologie als Unterrichtsfächer auch als wissenschaftlichen Hintergrund sich eingeeignet haben, dann ist das ein Teil Ihres Professionswissens. Der zweite Teil des Professionswissens ist aber bezogen auf menschliche Entwicklung, Bildungssystem, Bildungsprozesse, zum Teil psychologische und soziologische Inhalte und der gesamte Bereich der Pädagogik, würde hier auch die Didaktik dazu gehören. Das ist Professionswissen, was notwendigerweise bei der Lehrerpersönlichkeit mitgebracht werden soll. In Deutschland Voraussetzung für die Tätigkeit als Lehrerin oder Lehrer an einer Schule. Das ist auch wiederum nichts Naturgegebenes. Man könnte das auch ganz anders organisieren. Es gibt in Deutschland auch Bereiche, die man nicht durch ein akademisches Studium angeht und wo man kein akademisches Studium braucht, um diese Tätigkeiten ausführen zu dürfen, wie zum Beispiel im Handwerk oder in anderen praktischen Bereichen. Man könnte auch die Lehrerbildung, und das wäre vielleicht für das Gelingen des Unterrichts gar nicht so schlecht, auch durch eine Berufsausbildung vorbereiten. In anderen Ländern findet das durchaus statt. Aber man würde auf diese Weise keine Verbindung zu dem wissenschaftlichen Wissen der Gesellschaft herstellen. Und das ist sozusagen die Aufgabe dieses akademischen Studienteils in der Vorbereitung der Lehrertätigkeit. Professionswissen, also in Deutschland, ist in dem Sinne auch akademisches Wissen, akademische Verankerung der Lehrer. Und damit die Aufgabe, diesen Hintergrund in den Unterricht einzubringen,
an die Lernen und ihre aktive Lernzeit heranzubringen. Ja, dann die Kompetenzen, und da kommen wir vielleicht in der Vorlesung noch auf die Kompetenzen, die formuliert sind, auch wiederum von der Kultusministerkonferenz vereinbart. Kompetenzen an die Lehrertätigkeit, Erwartungen an die Lehrer, welche Kompetenzen sie in ihre Tätigkeit mit einbringen sollen. Diese sind als Elemente der Klassenführung hier mit eingebracht. Ja, und pädagogische Orientierung. Da ist übrigens so, dass die Vorstellung jetzt gerade an akademisch gebildete Akteure in einem Bildungszusammenhang nicht ist, dass die wie sozusagen im Militär ein bestimmtes Muster ausführen, sondern dass sie souveräne Persönlichkeiten sind. Und eine souveräne Persönlichkeit eines Lehrers kann natürlich oder führt notwendigerweise dazu, dass die nicht alle in gleicher Weise denken, sondern dass die sehr unterschiedliche Konzepte vertreten. Aber dass sie ein eigenes Konzept vertreten und dass sie ihre eigene Konzeption auch, ihre Orientierung auch im Diskurs mit anderen Lehrenden vertreten, rechtfertigen, austauschen, auch darum ringen, das ist ein notwendiger Bestandteil der Lehrerpersönlichkeit. Also nicht alle sind gleich, aber es ist ein gewisser Anspruch, dass man die eigene Position, die eigene Orientierung sucht und eigentlich findet und sie auch in die schulische Auseinandersetzung damit in den Unterricht einbringt. Ja, und dann gibt es eben diesen grundlegenden Bestandteil, der in dem Modell aufgenommen ist, der Klassenkontext. Und das ist eben das Klassenklima, der Klassenzusammenhang. Ich hatte darauf hingewiesen, dass eine Normalität bei schulischem Unterricht ist, dass Schüler über viele Jahre in einer ähnlichen Zusammensetzung die Schullaufbahn absolvieren und über diese viele Jahre sich Strukturen in dieser Gruppe von 20, 30 Jugendlichen, jungen Erwachsenen bilden, die sehr viel dauerhafter und auch stetiger sind als die Kontakte mit dem einzelnen Lehrenden oder die einzelne Unterrichtssituation. Es gibt also hier etwas wie einen Klassenrahmen, eine Klassenkultur, die sich auch in jedem einzelnen Unterricht auswirkt und die hier sozusagen die Basisstimmung dann für die Situation der Klassenführung herstellen. Umgangssprachlich, ich hatte schon auf die Soziogramme hingewiesen, Untersuchungen, wo man versucht hat zu erfassen, welche Teilstrukturen gibt es in einem Klassenzusammenhang, welche Untergruppen gibt es, welche Außenseiter gibt es, welche Führungspersönlichkeiten gibt es, die können sich auch wandeln, die verändern sich, aber mit dieser Struktur zu arbeiten, wäre auch ein Element einer Klassenführung. Ja, das ist vielleicht der Seitenblick hier, auch noch mit Verweis auf Helmke, zu dem Thema Klassenführer oder Classroom Management, mittelbar denke ich, kann man den Begriff dazu auch einbringen. Ja, und dann gab es in den letzten Jahren einen zusätzlichen Ansatz, der sehr, sehr stark diskutiert wurde, der auch die Lager sehr in Aufruhr versetzt hat und der ist mit dem Namen John Hattie verbunden. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name John Hattie was sagt. Das ist ein Kollege, der, meine ich, in Australien überwiegend tätig ist. Und der hat etwas gemacht, was jetzt weder Wellenreuther noch Helmke noch Dubs gemacht hat. Der hat alle Untersuchungen, die irgendwie zugänglich waren, zu Unterricht, zu Schule, zu Bildung, zu Qualität von Lehren und Lernen, zusammengeführt und hat dort eine Untersuchung über die Untersuchung gemacht. Und er hat sogar eine Untersuchung über Untersuchung über Untersuchung gemacht, also eine Meta-Analyse dessen, was zum Thema Lehren und Lernen im Rahmen vom schulischen Unterricht veröffentlicht, untersucht worden ist und kommt hier zu sehr prägnanten Aussagen. Die prägnanten Aussagen führen leider auch nicht zu der Rezeptur. Also auch bei der Untersuchung aller Untersuchungen, die irgendwie zugänglich waren, kommt leider kein Ergebnis raus, das ist die beste Instruktion, so soll der Lehrer sein, so soll die Lehrerin sein oder das ist der Haupteffekt, der zu einem gelingenden Unterricht führt, sondern es führt wiederum zu einem Spektrum. Hattie hat auch so eine Drangfolge entwickelt dessen, was relevant ist, was sich auswirkt, was einen Effekt auf Unterricht hat oder eben auch, was den Untersuchungen nach keinen Effekt hat. Er hat in diesem Rahmen übrigens selber keinerlei Untersuchungen selber durchgeführt, obwohl er auch in seiner wissenschaftlichen Praxis selber Untersuchungen durchgeführt hat. Aber diese Untersuchung, die so stark Furore gemacht hat, ist sozusagen auf einer übergeordneten Ebene. Und ich habe jetzt vielleicht unfairerweise nämlich einen Teilaspekt heraus, der hier auch eine Kapitelüberschrift ist und der diagnostiziert, was sich im Unterricht findet, ist eben dieser hohe Anteil der
Wortbeiträge der Lehrenden in einem Unterricht, also die Kapitelüberschrift jetzt nach Beil und Zierer in der Übersetzung, Lehrpersonen reden, reden und reden, so wie ich gerade. Also das ist eine typische Situation dieses konventionellen Unterrichts und das wird von Hetty auch in gewisser Weise kritisch aufgegriffen. Das ist eine Problematik, die starke Dominanz hat, aber eben nicht unbedingt förderlich ist. Und da möchte ich hinweisen auf eine vielleicht weniger auch beachtete, aber aus meiner Sicht dennoch sehr anregende Untersuchung von Werner Bleher, die jetzt schon eine Weile her ist, also schon über 15 Jahre alt, fast schon 20 Jahre würde ich sagen alt, und der das Methodenrepertoire von Lehrerinnen und Lehrern, Lehrern des Faches Technik untersucht hat. Und er steht für mich von einer Reihe von Untersuchungen der schulischen Praxis, was die Anteile der didaktischen Grundformen an Unterricht ausmacht. Und er hat hier auch wiederum ein, ja, kann man sagen, vielleicht eine Übersicht oder ein Modell nutzbar gemacht, um seine Untersuchungen zu strukturieren, aber auch um seine Ergebnisse darzustellen. Und er hat das den Formenkreis des Frontalunterrichts genannt. Und bei der Untersuchung von Praxis der Methodenverwendung von Lehrenden an Schulen im Bereich Technik hat er unterschieden die Teile, die eben sehr stark vom Lehrer an die gesamte Lerngruppe gerichteten Aktivitäten und dann die Verhaltensweisenden der Lernenden, die also reaktiv diese Impulse, die von der Lehrendenseite kommen, aufnehmen. Und er hat das sowohl konzeptionell als auch nachher in der Untersuchung und der Berichterstattung über die Untersuchung gegliedert in Aspekte, die er hier mit ungefähr 42,5% der Unterrichtszeit identifiziert hat, die rezeptives Verhalten und reproduktive Tätigkeiten der Schülerinnen und Schüler ausmachen und in denen die lehrende Person Aufgaben stellt, Anweisungen gibt, anordnet, vorliest, vorträgt, erzählt, berichtet, erklärt, erläutert, entwickelt, zusammenfasst und diktiert, also all das, was man so von vorne machen kann. Und dazu hat er auch gefügtes Element vorzeigen, vormachen, anschreiben, anzeichnen, also auch durchaus das Demonstrieren gehört mit in diese Gruppe, wo eben ausschließlich die lehrende Person agiert, gerichtet auf die Lernenden. Von denen wird wieder erwartet, dass sie zuhören, aufschreiben, ausführen, mitschreiben, beobachten und abzeichnen. Also immer wieder das reaktive Annehmen von etwas vorgetragen. Ja, und dann hat er in eine zweite Gruppe, und das ist nochmal gut 30% der Unterrichtszeit, in der rezeptives und reaktives Verhalten erfolgt, das jeweils nur für einzelne Schüler durch kurze Aussagen und Antworten und angeordnete Tätigkeiten unterbrochen wird. Also es ist hier wiederum der unmittelbare Dialog des Lehrenden mit nur einzelnen Schülern, wobei übrigens die Untersuchungen darauf hinweisen, dass Lehrer bevorzugt mit den Schülern arbeiten, die ohnehin von sich aus aktiv mitwirken und es auch von daher eine Gestaltung gibt, die diesem Scaffolding-Ansatz zumindest nicht unbedingt gerecht werden. Ja, und zu dieser, dieser Passage auch des Frontalunterrichts rechnet Dreher Fragen, Impulse geben, aufrufen, bewerten und es als fragend entwickelten Unterricht oder Unterrichtsgespräch hier einzuordnen. Ja, und dann eben abfragen, aufrufen, bewerten, also einzelne Schüler auffordern, das gerade Gesagte zu wiederholen, das in der Summe über 70% des Unterrichtes ausmachen. Das als ein Hinweis, was auch die Relevanz dieser Anteile der Instruktion im Unterricht ausmacht. Das ist bestimmt jetzt von meiner Seite kein Beleg dafür, dass das generell gilt. Entsprechende Untersuchungen müsste man doch noch anführen. Sie finden zum Teil Untersuchungen, in denen Darstellungen von Helmke und Wellenreuther und Dubs. Es ist aber auch ein Thema, was nicht endgültig untersucht ist und wir gehen auch davon aus, dass es sich ändert. Also man könnte annehmen, dass momentan immer noch eben ein erheblicher Teil schulischer Unterricht und auch betrieblicher Bildung instruktiv erfolgt und damit auch meine Begründung für die Relevanz und wahrscheinlich sogar auch für die Wirksamkeit dieses Ansatzes. Und von daher die zwei anderen Grundformen, die ich in dieser Veranstaltung einbringe, sich zunächst mal in einem Gesamtfeld
finden, in dem der Frontalunterricht, die Instruktion eben die vorherrschende Form ist. Ja, und ein Seitenblick, der noch in die Richtung der beruflichen Bildung geht, den ich früher intensiver hier auch behandelt habe, nochmal auf Bernd Ott, der mit Ralf Naschan zusammen in einer veröffentlichten Unterrichtspraxis mit Teiltechnik jetzt auch schon vor über 25 Jahren eine Strukturierung der nach seiner oder nach ihrem Ansatz, und das geht auch schon in andere Literatur zurück, 6 Lehrverfahren bezeichnet. Ich werde die hier jetzt nicht im Einzelnen behandeln, sondern nur relativ kurz ansprechen. Er differenziert oder National Ort differenzieren hier den induktiven Ansatz, der in der Art der Gestaltung von instruktivem Unterricht vom Einzelnen ausgeht und dann in dem Darstellungsrahmen zum Allgemeinen kommt, dabei immer wieder auch die Lernenden einbezieht. Also das ist nicht ausgeschlossen oder ist Teil des Konzeptes, aber dennoch in einem gesteuerten Vorgang diesen induktiven Zugang praktiziert. Und demgegenüber stellen National und Ott den deduktiven Zugang, der umgekehrt zunächst mal eine allgemeine Thematik in den Raum stellt, also eine allgemeine Überschrift, das Beispiel Getriebe, und dann zu einem Einzelnen, zu einem Konkreten, zu einem Anwendungsfall, dem Einzelnen kommen. In einer zweiten Gegenüberstellung erläutern und benennen National und Ott das konkretisierende Verfahren vom Prinzip zum Phänomen, also zum Beispiel von einer Formel zu der konkreten Realität, die sich findet, also das Phänomen als etwas, was tatsächlich stattfindet, in dem dann eben ein Prinzip zu erkennen ist, oder umgekehrt abstrahierend von einem konkreten Vorgang, einem Erleben, zum Beispiel im Alltag oder im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit zum Prinzip, also daraus abzuleiten, was ist jetzt grundsätzlich hieraus zu entnehmen, auch in einer abstrahierten Form, das dann auf andere Situationen übertragen kann. Ja, und die beiden letzten Paare, die sich vielleicht bedingt nur gegenüberstehen, der analytisch-synthetische Ansatz, der ein Ganzes in seine Teile zergliedert und dann wieder remontiert sozusagen, um ein Verständnis für zum Beispiel eine technische Komponente zu erlangen. Und umgekehrt der genetische Ansatz von der Entscheidung, Erscheinung zur Erklärung. Der genetische Ansatz kann auch so etwas wie eine Nacherfindung von ganz bestimmten Vorgängen enthalten. Es gibt auch ein didaktisches Konzept, das sozusagen den geschichtlichen Verlauf eines Standes der Erkenntnis im Zeitraffer ablaufen lässt. Und das ist auch wie so eine Art genetischer Ansatz hier als Lehrverfahren. Also das, was die Menschheit über Generationen durchlaufen hat, in einem zeitgerafften Ablauf im Unterricht selber zu absolvieren. Ja, dieser Hinweis auf National Ort ist der letzte, den ich hier zu dem Thema Instruktion noch einbringen will. Da auch der Hinweis, die Empfehlung, gerade im Bereich der beruflichen Bildung bei Ott selber nachzugucken. Ott hat eine Reihe von Veröffentlichungen nachgeschoben, die dieses weiterverarbeiten. Sie finden die Ansätze aber auch im Grunde in anderen didaktischen Ansätzen, die als Lehrverfahren einzuordnen sind. Ja, soweit ein Querschnitt zu dem Themengebiet der Instruktion. Und nach meinem Konzept der Vorlesung würde ich an diesem Punkt übergehen zu der zweiten didaktischen Grundform. Ich gerade sehen, dass ich. Ja, haben sich inzwischen Fragen oder Kommentare noch ergeben? Sonst, wenn das nicht der Fall ist, steige ich in das Thema Konstruktion, Konstruktivismus ein. Schon der Begriff ist sicherlich, könnte man darüber diskutieren. Ich habe ihn einfach gewählt, um ihm der Begriff der Instruktion gegenüberzustellen. Die Begründung geht ja nach meiner Argumentation auf einzelne Aspekte, auf einige wesentliche Aspekte zurück. Und der Hauptaspekt, den ich benenne, bezieht sich auf die berufliche Bildung. Die berufliche Bildung ist seit 20 Jahren nach dem Leitbild des Lernfeldes gestaltet. Man hat damals sich abgewandt von dem Konzept des instruktiven, wissenssystematisch vermittelnden Unterrichts zu einem Unterricht, der sich an den Tätigkeiten in den Berufen orientiert. Man hat in einem Übergang erörtert,
konzipiert und entschieden, Unterricht in der beruflichen Bildung nicht mehr in einer fachsystematischen Weise zu organisieren, sondern orientiert an den Aufgabenstellungen, wie sie sich in einer beruflichen Tätigkeit zeigen. Das war sozusagen eine extreme Wende mit einer Fülle von Konsequenzen, die bis heute eine große Herausforderung für alle Lehrenden im Bereich der beruflichen Bildung darstellen. Und es war erstmal ein Kontrast zu der bis dahin weitgehend einzigen Form der instruktiven Vermittlung an der beruflichen Schule. Es ist also für die berufliche Bildung ein dominierender Vorgang. Und man könnte sagen, der Konstruktivismus ist, weil er das Leitbild des Lernfeldes ist und eine politische Vorgabe, unstrittig relevant für den Unterricht und für das Lehren und Lernen in der beruflichen Bildung in Deutschland, in der beruflichen Ausbildung in Deutschland. Er ist mittelbar auch relevant in den allgemeinbildenden Schulen und er hat eine bestimmte Bedeutung im Verständnis von Bildung und in der Gestaltung von Didaktik in Deutschland allgemein. Das geht auch zurück auf Erkenntnisse, die sich mit dem menschlichen Lernen beschäftigen, dass ich hier Ihnen in den Zugängen erläutert habe, dass die Art und Weise, wie Menschen lernen, sich der wissenschaftlichen Erklärung nach abspielt durch eine Rekonstruktion der Wirklichkeit im menschlichen Geist und eben das Lernen erfolgt dadurch, dass dieser Konstruktionsprozess unterstützt wird. In diesen anderen Bereichen der Bildung finden Sie deswegen, neben dem Lernfeldbegriff finden Sie dort vielleicht nicht, weil Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, aber Sie finden den Begriff der Handlungsorientierung, dass menschliches Handeln stärker als systematisches Wissen in den Mittelpunkt der didaktischen Gestaltung gestellt wird und dass die Verwendung von Lernaufgaben hier das wesentliche Element ist. Also nicht die systematisch und sequentierte Abarbeitung von bestimmten Inhalten nach dem Konzept der didaktischen Reduktion, sondern die Orientierung an ganz bestimmten Aufgabenstellungen, eigentlich einer Lebenspraxis oder einer Berufspraxis, hier die didaktische Leitorientierung ist. Und darauf gehe ich jetzt hier in der Folge ein. Ich hatte einige Punkte schon erwähnt. Ein Aspekt, der hinter diesem Konzept ganz wesentlich steht, ist das Verständnis, dass Menschen in einer Art vollständigen Handlung Wirklichkeit erfahren und auch Neues erlernen. Und zu dieser vollständigen Handlung, die in unterschiedlicher Art und Weise dargestellt ist, gehört auf jeden Fall der Zusammenhang von Antizipation, von Planung, von Zielsetzung, von Vorbereitung, der Aspekt der Durchführung des konkreten Tuns und der Aspekt der Reflexion, des Nachdenken über das Geschehen, über das Gelingen dessen, was man getan hat und inwieweit es das Geplante auch tatsächlich enthält. Ich habe hingewiesen auf die Entwicklung im Bereich der Arbeitstätigkeiten, dass der im 20. Jahrhundert dominierende Ansatz der Arbeitsgestaltung, nämlich die Zergliederung der Arbeit, in der Planung, Ausführung und Kontrolle getrennt worden ist, seit ungefähr 25, 30 Jahren in Frage gestellt worden ist und versucht wird, zu verändern, eigentlich deutlich auch umzugestalten, sodass man wieder integriert Planung, Ausführung und Kontrolle, dass ein Mensch, der verantwortlich in seinem Beruf tätig ist, eben auch seine eigene Tätigkeit vorbereitet, Entscheidungen trifft, sich Informationen besorgt, vielleicht mit Partnern, mit Kunden, mit Auftraggebern auch noch spricht, was ist jetzt eigentlich genau Ziel, Gegenstand, Art der auszuführenden Arbeit. Diese Arbeit übernimmt und auch selber das Ergebnis kontrolliert, wird auch weitergibt an die Person oder die Stelle, die diese Arbeit in Auftrag gegeben hat und die das Ergebnis benötigt. Diese Zusammenführung dieser Bestandteile, die eine Ablösung von dem terroristischen Konzept der Arbeit bedeuten, sind auch eine Unterstützung, die die Relevanz dieses Konzepts des Konstruktivismus in der vollständigen Handlung mit herbeigeführt haben. Und wenn Sie jetzt hier als ein Beispiel beim Bundesinstitut für Berufsbildung in den Modellen, die jetzt auch schon vor 40 Jahren ungefähr erstellt worden sind, also Mitte der 70er Jahre, dann finden Sie eine Gliederung, die hier diese
Stichworte enthält. Da gibt es also eine Reihe von Varianten. Ich habe jetzt mal einfach diese Variante aufgenommen. Die vollständige Handlung als Leitfigur der didaktischen Gestaltung beginnt eigentlich mit einer Zielsetzung. Zu der Zielsetzung ist in den meisten Fällen erforderlich, dass der Lernende, aber auch im Normalfall die arbeitende Person zunächst mal zu dem, was ein Kunde will, was ein Auftraggeber anfragt, sich Informationen besorgt. Welche Konsequenzen hat das für meine Arbeit? Welche Informationen brauche ich noch? Wo muss ich vielleicht selber auch noch mal erkunden, meinetwegen welche Bauteile man auf welche Weise bekommt, welche Spezifikationen sie enthalten, inwieweit dann man mit dem Auftraggeber noch mal abklären muss, ob der Auftrag entsprechend angepasst werden muss, etc., also die Informationsphase. Dann eine Planungsphase, wo also das Vorgehen als solches durchdacht wird, antizipiert wird, was soll dann anschließend geschehen. Es müssen dann oft Entscheidungen getroffen werden, weil die Planung verschiedene Vorgehensweisen erstmal als möglich und denkbar ergeben und man dann sich für einen Weg entscheiden muss. Also muss hier auch eine Entscheidungskompetenz bei den diejenigen, die vollständige Handlung ausführen, angesiedelt sein. Ja, dann die Durchführung selber und damit das konkrete Handeln, was eben geplant ist. Und dazu gehört auch die Aufgabe zu kontrollieren, zu prüfen, das, was ich jetzt umgesetzt habe, ist es auch den Anforderungen, den Absichten entsprechend und es in dem Sinne zu bewerten, kann man es so an den Auftraggeber übergeben, kann man es so in Benutzung nehmen. Würde man eine ähnliche Aufstellung auf gleiche Weise wieder durchführen oder was würde man ändern, weil man Erfahrungen während der Durchführung gesammelt hat? Ja, und dann hatte ich, glaube ich, dieses Bild hier auch schon gezeigt, dass eben, wenn man die Arbeits- und Lernaufgabe als Element einer didaktischen Gesamtkonzeption verwendet, dass wir zunächst mal diese Orientierung haben, nicht so sehr diese Inhalte von Unterricht aus einem wissenschaftlichen Fachgebiet oder aus, überhaupt aus einem Wissensgebiet abzuleiten, sondern aus der Praxis, als aus Aufgaben aus der Praxis. Also als Beispiel aus einem Satz Fenster, der hergestellt werden muss und in ein Gebäude eingebaut werden muss. Aus einer konkreten Behandlung einer Patientin oder eines Patienten in einer Klinik. Ja, also aus Fällen, die sich in der beruflichen, konkreten Praxis ergeben, abgeleitet. Dann ist es natürlich so, dass diese Aufgaben, die sich in der Praxis für Menschen stellen, sehr unterschiedliche Komplexität mit sich bringen. Es gibt sozusagen Routineaufgaben, es gibt aber eine zunehmende Anzahl auch von Sonderfällen und auch von Situationen von Aufgaben, die so eben noch nicht vorkamen. Das ist offenbar ein Merkmal auch unserer Zeit, dass das, was Menschen in ihrer Arbeit tun, nicht immer wieder das Gleiche ist und man nicht einfach wiederholen kann, was man in seiner Ausbildung einmal erlernt hat, sondern dass man immer wieder sich einstellen muss auf ganz spezifische und zum Teil auch neue Aufgaben, die eben mit unterschiedlicher Anforderung sich in der Praxis zeigen. Und die dann, wenn sie als Lernaufgaben gestellt werden müssen, natürlich angepasst werden müssen, weil wiederum ein Auszubildender, eine Auszubildende nicht diese Beliebigkeit oder die Zufälligkeit der Anforderungen, die meine Aufgabe verbunden ist, bewältigen kann. Also wenn ich in eine Ausbildung einsteige, bin ich auch natürlich erstmal nur in der Lage, sozusagen einfache Aufgaben zu bewältigen. Wenn ich aber 3 oder 3,5 Jahre durch eine Ausbildung gehe, dann soll ich nach und nach in die Lage versetzt werden, mit allen typischen Aufgaben, die in einem Beruf für mich sich ergeben, auch zurechtzukommen. Nicht, indem ich von vornherein weiß, wie sie zu lösen sind, sondern indem ich diesen strukturierten Ablauf dann beherrsche, dass ich mir also Informationen besorge, dass ich plane, dass ich entscheide. Also diese Befähigung soll entstehen. Und dabei eben mit einem begrenzten Anteil vollständiger Aufgaben gearbeitet, die dem realen Berufsleben entstammen. Jetzt ist es aber dennoch so, dass man ja eine definierte Gesamtheit von relevantem Inhalt in dieser Zeit abarbeiten will. Und das kann durchaus auch in einem systematisch beschriebenen Curriculum laufen. Im Bereich der beruflichen Bildung ist es so, dass man dieses Konzept des Lernfeldes, also sich orientieren an typischen Aufgaben, so angegangen hat, dass man die Berufe untersucht hat, daraufhin, was es denn dort an relevanten auch Aufgabenbündeln zu finden, die einen Beruf prägen. Und zwar nicht nur die Tätigkeit in einem Betrieb, sondern die für Deutschland als Beispiel in einem Beruf relevant sind. Und diese Aufgaben kann man natürlich dann auch schriftlich darstellen. Man kann
Unterrichtsmaterialien, man kann Beispiele für entsprechende Aufgaben erstellen und sie dann auch in einem Gesamtband versammeln. Und man kann die darin dann angesprochenen wiederum fachlichen Inhalte auch in einer Art Kompendium zusammenfassen. Und das wäre dann wiederum ein systematisches Curriculum, das aber durchaus in dem Sinne offen ist, dass wenn man ein Fachbuch oder ein Material mit Aufgabensammlung hat, man aus der Gruppe der Auszubildenden, der Klasse als Beispiel, die daran arbeitet, dann zusätzliche Quellen erschließt. Heute natürlich oft internetbasiert und sich Informationen noch dazu holt, die vom Lehrer oder von den vorbereitenden Personen so nicht vorgesehen waren. Deswegen eben hier das Konzept des systematischen offenen Curriculums. Und für die berufliche Bildung ist es so, dass notwendigerweise dieses definierte Curriculum entstehen muss, weil es einen Vertrag gibt zwischen den Auszubildenden und den Ausbildenden, dass alle relevanten Inhalte, die zu einem Beruf gehören, die in der Ausbildungsordnung und im Rahmenlehrplan aufgelistet sind, auch im Rahmen der Ausbildung behandelt werden. Also auch wenn ich jetzt sozusagen konkrete Aufgaben bearbeite, muss in der Summe dennoch eine Gesamtheit der Bearbeitung aller relevanten Inhalte eines Berufes sich ergeben. Insofern könnte man sagen, ein solches offenes Curriculum kann im Grunde den Zugang zu allem Wissen, was für die Ausübung eines Berufes relevant ist, enthalten. Es ist aber auch hier wieder die Notwendigkeit, exemplarisch vorzugehen. Wenn Sie die Lernfeldkonzepte über die Berufsbildung anschauen, dann sind es oft so ungefähr 15 Lernfelder, die hier definiert sind. Ich gehe da noch ein bisschen beispielhaft darauf ein, wie das dann im Einzelnen aussieht. Aber es ist jetzt nicht, sind nicht Hunderte oder es sind auch nicht nur zwei oder drei. Es hat sich etabliert in einer Zeit von dreieinhalb Jahren ungefähr 15 Lernfelder als solches zu thematisieren. In den Lernfeldern können übrigens wiederum mehrere Aufgabenstellungen auch behandelt werden. Sie sind dann aber als Aufgabe eines Lernfeldes in einem thematischen Zusammenhang gesehen. Ja, und im Lernprozess wird eben dann nach und nach entsprechend der Erfordernis, wie es sich aus den Arbeitsaufgaben ergibt, auf auch die fachsystematisch strukturierten Inhalte zugegangen. Das war geradezu der Hintergrund. Man hat vorher den fachlich getrennten Unterricht hier aufgelöst oder der Anspruch ist, ihn aufzulösen und eben an den Aufgaben zu arbeiten, aber dennoch natürlich die Fachinhalte nach und nach zu kontaktieren und dann auch in die fachsystematisch strukturierten Werke, Quellen einzutauchen und mit ihnen arbeiten zu lernen. Also das Tabellenbuch als Beispiel im Metallberufsbereich ist weiterhin im Einsatz. Es wird aber nicht systematisch abgearbeitet, sondern es wird so, wie es bei der Aufgabenbearbeitung erforderlich ist, dann nutzbar gemacht. Ja, und wenn Sie jetzt so einen Verlauf nehmen, und ich nehme jetzt nochmal die Ausbildung als den Bezugsbereich, dann haben Sie didaktisch gesehen den Verlauf von Ausbildungsbeginn bis zum Ausbildungsende. Und Sie haben eine Niveausteigerung von dem Niveau, was junge Menschen schon bewältigen können, wenn sie eine allgemeinbildende Schule absolviert haben. Und wenn Sie ein gewisses Lebensalter erreicht haben, und ich hatte in den Ausführungen ja erläutert, dass ein Großteil der menschlichen Entwicklung nicht erst mit Beginn der Ausbildung anfängt, sondern eben in den ersten Lebensjahren stattfindet. Und diese Abläufe der ersten Lebensphasen sind Grundlage auch dessen, was in der Ausbildung vorausgesetzt wird. Aber es sollte noch keine berufsspezifische Voraussetzung hier erwartet werden. Das heißt, die ersten Aufgaben, die man bearbeitet, sollte man mit dem, was man mitbringt in die Ausbildung, auch bewältigen können. Und das angestrebte Niveau, das ist hier eben ein Niveau, ich habe es hier mal als Niveau der Facharbeit bezeichnet. Also wenn man in einem Beruf als eigenverantwortliche Person tätig werden will, das wäre das Niveau, das für die einzelne Person angestrebt wird, auf das wir uns aber auch bei den Menschen, mit denen wir zu tun haben, erwarten. Das heißt, wenn ich mit einer Tischlerin, mit einem Tischler umgehe, dann erwarte ich, dass die ihre Berufskompetenz auch tatsächlich mitbringt und nicht ich dann erst erklären muss oder ich mit Fehlern rechnen muss, die unterhalb dieses Niveaus liegen. Das Gleiche gilt bei einer Krankenpflegerin und Krankenpfleger. Also das ist unsere allgemeine Erwartung, dass die Menschen, die in diesen Berufen tätig werden, auch dieses entsprechende Niveau erreicht haben.
Ja, und wenn Sie jetzt dann das mal gegenüberstellen, dann würde ich sagen, es gibt vollständige Aufgaben, die wirklich auf diesem Ausbildungsbeginnniveau sind, sehr einfach Antworten enthalten, die man auf Basis mitgebrachten entwickeln kann. Und dass die Aufgaben, die später in der Folge die Facharbeit kennzeichnen, da können durchaus auch diese Aufgaben, die sehr einfach sind, auch mal vorkommen, weil die Mischung, wie sie im normalen Arbeitsalltag sich zeigt, ist eben eine Mischung von einfachen und anspruchsvollen Aufgaben. Aber zumindest die Befähigung über die Ausbildung soll erreicht werden, auch mit diesem späten Niveau fertig zu werden. Das wäre übrigens dann auch das Niveau der Prüfung am Schluss. Die Prüfung, die gegen Ende einer Ausbildung, die versucht natürlich dort dieses Niveau zu thematisieren, was zu einer Fachtätigkeit gehört. Ja, und ich könnte mal sagen, es gibt so eine ganz klare Kette von aufeinander aufbauenden Aufgabenstellungen, die diese zunehmende Komplexität erhalten. Jetzt muss man dazu aber sagen, dass die Inhalte eines Berufes eben sozusagen sich nicht in dieser Steigerung aneinander ketten lassen, sondern auch zum Beispiel mehrere Vertiefungs- oder Seitenthemen zu bearbeiten sind, sodass es eine gewisse Streuung gibt. Und es gibt dann so eine Art Sammlung von Aufgabenstellungen, die als Lernfelder definiert dann den Ablauf der Ausbildung machen. Was Sie jetzt, ich habe das natürlich visuell versucht, Ihnen auch irgendwie unterzujubeln, was während der Zeit immer wieder stattfindet, ist eigentlich das Absolvieren der vollständigen Handlung. Also Aufgaben immer wieder so aufzunehmen, dass es zunächst ein Ziel gibt, dass es dann meine Aufgabe ist, mir die Informationen zu besorgen, mich zu informieren, mich zu orientieren, zu planen, wie gehe ich vor, zu entscheiden, welche Schwerpunkte setze, welche Wege nutze ich, selber auch umzusetzen. Das Handeln gehört zu dem Konzept dazu. Es kann übrigens aber auch ein Handeln sein, was nicht in einem Produkt resultiert, sondern vielleicht auch wiederum nur in einem Dokument. Und selber zu prüfen und zu bewerten, ob das, was ich als Aufgabe, als Ziel mir gesetzt hat, erreicht worden ist. Dieser Ablauf soll immer wieder stattfinden. Und zwar zu Beginn natürlich in einer sehr einfachen Form. Und man in der ersten Phase dieser Ausbildung erlernt man auch dieses strukturierte Arbeiten. Das wird einfach durch praktisches Tun erlernt, aber auch indem es thematisiert wird, dass das die Art und Weise ist, professionell mit Aufgaben umzugehen. Und man wird es nach und nach zu einer Routine sich entwickeln lassen, dass man auch später als Fachkraft Aufgaben, die sich einem stellen, in dieser systematischen Weise behandelt. Ja, und wenn Sie den Übergang, der bei der didaktischen Umgestaltung dessen, was Sie als reale Aufgabe hier adressieren, vornehmen, dann ist, denke ich, unmittelbar augenscheinlich, dass man jetzt nicht die Aufgabe, wie sie sich in der beruflichen Tätigkeit zeigt, als solche einfach übertragen kann, sondern es muss hier eine Verarbeitung stattfinden. Wenn wir jetzt anders als es in dem Instruktionsunterricht geschieht, nicht von dem zu vermittelnden Inhalt ausgehen, sondern von der praktischen Aufgabe, dann ist ja zunächst mal erforderlich, dass man diese reale Aufgabenstellung, die sich in der Tätigkeit zeigt, dass man sie identifiziert, dass man abgrenzt, was ist jetzt ganz konkret Gegenstand dieser konkreten beruflichen oder übrigens auch lebensalltäglichen Aufgabe, dass diese erkundet wird aus Sicht eigentlich der Person, die Unterricht gestalten will, die lehren will, die den didaktischen Anspruch umsetzt und dass das dokumentiert wird, was zu der Arbeitsaufgabe gehört. Die Arbeit ist eben leider, oder das ist eigentlich auch der Erwartung entsprechend nicht didaktisch strukturiert. Sie ist nicht für sich schon als Unterrichtsmaterial geeignet, sondern eine erste Aufgabe, das, was Sie real in der Arbeitstätigkeit finden, zu identifizieren auf die Frage, ist es typisch, ist es verwendbar, um daran zu lernen, es zu erkunden, welche wichtigen Elemente braucht man von dieser Aufgabe, um sie in einem Unterricht, in einem Lehr-Lern-Prozess einsetzen zu können und zu dokumentieren, was zu dieser Aufgabe dazu gehört. Der zweite Vorgang ist dann die Umgestaltung in eine Lernaufgabe. Dafür muss man möglicherweise den Auftrag redefinieren und die Elemente eines Auftrags hinaus gliedern, die nicht zum Beispiel im Rahmen der Ausbildungsordnung bedeutsam sind, die nicht zu dem Beruf dazu gehören. Denn tatsächlich zeigen sich die beruflichen Tätigkeiten nicht real in der genauen Trennung, wie wir sie in unseren rechtlichen Regelungen vorgesehen haben.
Es gibt eben hier eine Fülle von Varianten und auch Überlappungen, die in der Art, wie berufliche Bildung definiert sich nicht finden. Deswegen ist notwendigerweise eine Redefinition der Aufgabenstellung bei der Umgestaltung als Lernaufgabe erforderlich. Man muss möglicherweise ergänzen, weil sinnvoll von dem Gesamtablauf der Ausbildung, das könnte man übrigens auch auf ein Studium übertragen, denke ich, bestimmte Inhalte behandelt werden müssen, die möglicherweise sich aus den Aufgaben selber nicht ergeben. Man kann also dort, wo es passt, bestimmte Inhalte hinzufügen, um hier Inhalte abzuarbeiten, die zu der Ausbildung als solche dazugehören. Ja, und hier ist auch dann ein nächstes Element, die Strukturierung der Materialien aus den realen Aufgaben der Praxis im Sinne einer Lernaufgabe. Dann ist das, und das war das, was ich in dem Bild davor gezeigt habe, die Einordnung der Lernaufgabe in einen Gesamtablauf. Ist es eine Aufgabenstellung, die zu einer frühen Phase einer Ausbildung bearbeitet werden kann? Ist es eine, die eher in einem mittleren Bereich der Ausbildung oder gegen Ende stattfindet? Und auch eine Zuordnung zu anderen Aspekten von Unterricht. Also zum Beispiel, wie selbstständig können die Auszubildenden schon mit Aufgaben umgehen? Wenn ich dieses Element, selbstständig zu arbeiten, schon voraussetzen kann, kann man wiederum auch anspruchsvollere Aufgaben hier im Rahmen des Unterrichts bewältigen. Ja, dann gibt es diesen Abgleich mit dem Curriculum. Das war das vorletzte Bild, also dass ich aus den Aufgaben heraus auswähle und dann wiederum sicherstelle, welche Teile des Curriculums werden denn durch diese Aufgabe thematisiert, welche Inhalte meinetwegen, wo es um Materialien geht, wo es um Fertigungsverfahren geht, wo es um ganz bestimmte werkstoffliche Aspekte geht, die würde ich abgleichen, wie weit werden sie durch die jeweilige konkrete Aufgabe thematisiert und damit auch abgedeckt. Dabei ist ein ganz wichtiger Aspekt der Lerntiefe und damit sind wir wieder bei dem Begriff der Taxonomie, also zu abzugleichen, welcher Aspekt eines Themas muss denn in welcher Tiefe behandelt werden, muss vielleicht mehrfach behandelt werden, muss möglicherweise auch eingeübt werden, dieses wäre zu entscheiden und welcher Beitrag kann durch die konkrete Aufgabe zur Erfüllung der angestrebten Lerntiefe erfolgen. Ja, und dann eben der Beitrag zur Abarbeitung von Ausbildungsordnung, Rahmenstoffplan, also den dort vorgegebenen Inhalten. Ja, und dann kommt die Bearbeitung in einem Lernarrangement. Und das ist jetzt die Übertragung. Ich habe als Beispiel im Zuge dieser Gesamtzeit von 3, 3,5 Jahren pro Lernfeld, sagen wir mal, einen Rahmen von ungefähr 3 Monaten. Dann wird für diese 3 Monate zu planen sein, welche Ziele können in der Zeit erreicht werden, welche Ausarbeitungsphasen sind darin enthalten und wo entstehen Lösungen, wo entstehen Ergebnisse, die wiederum innerhalb der Lernergruppe präsentiert werden können und dann erörtert werden können, ob die Ziele erreicht worden sind, wo eben dieses reflektierende Element dann auch enthalten ist. Also in der strukturierten Bearbeitung wird immer weiter vertieft, die Art und Weise mit Aufgaben umzugehen und dadurch, dass das in gewisser Weise übernommen wird in auch ein Handlungskonzept, eine Handlungsorientierung derjenigen, die durch die Ausbildung gehen, dadurch kann man später bei komplexeren Aufgaben darauf sich stützen. Man kann davon ausgehen, dass durch vielfältiges Arbeiten eben die Art und Weise der Bearbeitung schon gewohnt geworden ist, angenommen worden ist und eben dann auch genutzt werden kann, um mit komplexeren, anspruchsvolleren Aufgaben umzugehen. Ja, soweit der Einstieg in den konstruktivistischen Ansatz. Ich hoffe, dass es Ihnen von meiner Seite als Botschaft zugänglich ist, diese Gegenüberstellung zwischen Instruktion und Konstruktivismus. Es soll jetzt in meiner Annäherung wirklich kontrastierend sein, obwohl ich dazu ja schon gesagt habe und darauf nochmal eingehen werde, dass die Konzepte sich nicht wirklich ausschließend gegenüberstehen, sondern mehr in der Schwerpunktsetzung abzugrenzen sind. Ich würde an diesem Teil nächstes Mal nochmal fortsetzen und den konstruktivistischen Ansatz auch mit einigen praktischen Beispielen erläutern und veranschaulichen, bevor ich dann, und das wird wahrscheinlich auch nächstes Mal schon beginnen, in den dritten Ansatz des selbstorganisierten Lernens übergehe. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.